Ja, Mineralienfreunde, hallo, willkommen zurück hier im Teil 2 bei Matrix Minerals TV. Ja, ich habe euch ja gerade schon kurz informiert, es geht weiter mit den berühmten Turmalinstufen von Davib Ost, also Hohenstein, Namibia sowie Aquamarine vom Hohenstein. Und hier im Teil 2 zeige ich euch jetzt einige Stücke von dieser Fundstelle. Ich fange mal an mit dem kleineren Stück hier. Was heißt klein, Leute? Das ist hier ein Stück, wie ihr sehen könnt, ungefähr Handgröße. Also Top-Stufe. Mit Schirlturmalinen und auch auf der Rückseite gibt es den Schirlturmalin zu sehen. Ja, das sind die typischen strahligen Turmalinkristalle von Schirl, von Hohenstein, Davib Ost. Genauso auch wie hier diese größere Stufe. Schaut euch mal diese Platte an. Aber das sind schon zwei Handflächen mit schönen großen Turmalinen. Also einfach hübsche Sammlerstücke und völlig makellos. Diese Stücke, ja, die sind aus dem Grund immer makellos, kann ich euch ziemlich genau erklären, warum. Denn wenn die gefunden werden, sind die in einer Art Lehm eingegraben und Eisenoxid und so weiter. Die sind also total voll mit dem Zeug und die müssen erst gereinigt werden. Und diese Reinigung passiert immer erst dann hier in Deutschland. Bei meinem Händler, der hat da seine Reinigungsmethode und der weiß, wie man das am besten sauber macht. Und letztendlich kommen dann die fertigen, perfekten Stücke zum Vorschein. Die typische Stufe hier mit Schirl vom Hohensteingebiet. Davib Ost. Im Prinzip ähnlich diese Stufe. Der Feldspat ist noch ein bisschen mit drin. Die Kristalle sind alle makellos. Keine Beschädigung. Das möchte ich auch nochmals darauf hinweisen. Denn wie gesagt, wie gerade schon erwähnt, die werden erst sammlungsfertig präpariert, wenn die hier in Deutschland angekommen sind. Und mein Lieferant, der ja quasi das Zeug in Namibia direkt holt, der hat da die Möglichkeit, das dementsprechend zu präparieren, zu verpacken und ja, fertig zu machen, diese Stücke. Das sind also alles Mineralien wieder aus meiner eigenen Kollektion. Genauso auch wie dieser große Einzelkristall hier. Also da ist nichts abgebrochen hier an dem Kristall. Nicht, dass ihr meint, da fehlt irgendwas. Ne, da fehlt gar nichts. Das ist einfach so. Der Kristall ist so gewachsen. Der ist hier perfekt. Hat seine ganzen Prismenflächen, ist noch ein bisschen Glimmer drauf gewachsen und auch die Endfläche ist komplett auskristallisiert. Also da ist gar nichts irgendwie beschädigt. Alles kristallisiert. Also
schon großer Kristall. Wie zum Beispiel jetzt dieser Schörl. Ich sag's mal so. Das ist eher eine Sorte, die nicht ganz so häufig gefunden wird. Mit diesen schönen großen Flächen und Prismenflächen und Endflächen. Allgemein die hochglänzenden Kristalle, so wie jetzt bei diesem Stück hier zu sehen ist. Das ist also Material, das ist nicht wirklich so oft zu finden. Also die findet man laut Aussage meines Lieferanten relativ selten. Und diese großen Kristalle, ja, ist ja klar. Ich meine, das ist in dem Fall natürlich schon irgendwo schwer dann zu finden. Und man hat hier im Prinzip an dem Stück nur eine Kontaktfläche, und zwar hier, wo der Aufkleber drauf ist. Da war das Stück angewachsen. Alles andere drumherum, da hinten ist noch eine Kontaktstelle, da war er angewachsen. Aber alles andere drumherum ist sozusagen kristallisiert. Also, perfekte Stufe hier. Einmalig. Also mir gefallen diese hochglänzenden Turmaline immer sehr gut, aber leider schwer zu finden. Also er sagt immer, von dem Material gibt es nur sehr wenig. Dann kommt zwischendrin auch mal vor sowas. Das ist im Prinzip Feldspat mit Hyalit. Das ist eine Stufe. Also Hyalit ist ja quasi so eine Art Glasopal, und das Stück liegt aus dem Grund hier auf dem Tisch, weil es extrem, ja, aber wirklich hammermäßig fluoresziert. Und zwar fluoresziert es in gelb, grün, rötlich. Also so orange, gelb, grün, rötlich bis pink. Also in allen Farben fluoresziert es. Das müsst ihr im UV-Licht anschauen, sowas. Das ist der Hammer. Das ist also der Hyalit, also auch von Hohenstein. Und da haben wir nochmals ein Stück mit den, ja, ziemlich großen Schördelturmalinkristallen. Und obendrauf sitzt eine schöne grüne Garbe mit den Hyalit-Kugeln, sage ich jetzt mal. Auch diese fluoresziert natürlich wieder dementsprechend stark, und das ist natürlich auch sehr interessant. Das Helle daneben, das ist alles Feldspat. Ansonsten ist das Stück, wenn man es so hinstellt, hat man halt nur den Schörlturmalin. Man kann sie hinstellen, wie man will. Also hier hat man die Schörlturmalin-Kristalle, und auf der anderen Seite hat man quasi noch zusätzlich den Hyalit. Und der fluoresziert extrem intensiv. Dann gibt es oder gab es, das ist hier Material, wie gesagt, aus eigener Sammlung, vor einigen Jahren mal dieses Material. Und zwar sind das hier auch Turmaline. Man kann fast meinen, schaut aus wie Granate oder so. Aber nein, es sind also Turmaline. Aber in dem Fall ohne Prisma. Sprich, nur so eine, ja, die typischen kleinen Turmalinkristalle auf dieser Feldspatmatrix. Und das war so eine Sorte, die gab es mal vor einigen Jahren in Davib Ost, und das ist schon ein paar Jahre altes Teil hier. Das gibt es nicht mehr so häufig. Genauso auch wie dieses Stück. Man beachte mal die schönen Kristalle, hier die einzeln aufsitzenden auf dem Feldspat. Interessantes Material, also hübsche Sammlerstücke auf jeden Fall. In letzter Zeit gibt es diese Sorte nicht mehr, aber das war mal was, das hatten die vor Jahren mal rausgeholt.
Dann habe ich hier für euch ein Stück, da ist ein bisschen drauf, auch wieder ganz leicht der Hyalit teilweise. Dann haben wir den Schwellturmalin, aber in dem Fall so strahlig, so kleine strahlige Kristallaggregate auf Feldspat. Also das ist mal so ein richtig hübsches Stück, finde ich, weil erstens mal ist es ja sehr ästhetisch, es ist unbeschädigt, es hat wirklich tolle Kristalle und einfach Farbkontrast ist sehr gut, hell, dunkel, ist klar, macht sich immer gut bei Mineralien. Und das Ganze, wie gesagt, in dem Feldspat so eingewachsen. Recht hübsche Schwellturmalinkristalle. Das ist auch nicht so fragil oder so, also man kann es jederzeit hier so nehmen. Also schönes Stück hier mit Schwerl auf Feldspat. Dann gehen wir mal hier rüber. Da habe ich jetzt im Prinzip zwei größere Platten noch. Und ja, wie ihr sehen könnt, Leute, große Platten mit fantastischen, strahligen Schwellturmalin auf Feldspat. Das ist also auch völlig unbeschädigt, also völlig makellos. Und auch hier der schöne Kontrast, hell dunkel zwischen Turmalin und dem Feldspat. Unten drunter, wo ich meine Hand habe, schaut die Stufe ähnlich aus. Ich kann das nur mit einer Hand nicht umdrehen. Aber wie ihr sehen könnt, ich kann das ja ganz normal nehmen. Also das ist also sehr, sehr stabil, das Material. Man kann da auch drauf langen. Also das ist irgendwie sehr filigran, aber andererseits auch trotzdem stabil. Genauso auch wie diese große Platte. Das ist ein richtiges Museumsstück hier, aber das ist mir eigentlich zu groß. Mein Platz in meiner Sammlung ist leider etwas geschrumpft. Ich habe zu viel andere Mineralien auch. Und ich muss mal irgendwo die großen Dinger mal, denke ich, die muss ich mal abgeben. Alles, was ein bisschen größer ist. Alles, was größer ist aus meiner Sammlung mal irgendwo. Muss ich mal schauen. Aber wie gesagt, ich versuche das mal da in die Hand zu nehmen. Es ist im Prinzip dasselbe Spiel. Unten drunter Schörl. Und dann haben wir hier diese schöne große Platte mit hammermäßigen Kristallen von Schörlturmalin mit Feldspat. Auch dieses Stück ist doppelseitig kristallisiert. Sieht unten genauso aus oder fast genauso wie oben. Aber wie ihr sehen könnt, es ist nicht so schwer. Ich kann es also so halten. Es ist eine angenehme Größe, sage ich jetzt mal. Es ist ein angenehmes Gewicht noch. Kann man in die Vitrine platzieren. Ist also nicht ganz so dramatisch. Gewichtstechnisch. Ja, das waren also jetzt die Turmaline von David Ost. Und bei dem Stück möchte ich noch kurz hinweisen, man achte mal hier auf diese Endflächen, hier kann man das nämlich besser sehen. Ich habe so den Eindruck, dass einfach hier die Schwellturmaline beim Kristallisieren, die waren im Wachstum und wurden einfach dann quasi gestört. Und deswegen ist das Ende oder die Endfläche der Kristalle überwiegend ja, ein bisschen so strahlig, so unfertig. Was aber eben die Natur einfach macht und
in dem Fall logischerweise dann auch unbeschädigt ist. Also das ist ein tolles Stück hier. Das schaut wirklich sehr ästhetisch aus und ist auch makellos. Jedes Stück hier ist handverlesen und makellos. Dann will ich noch mal kurz auf das Stück eingehen. Das habe ich euch aber in einem anderen Video schon gezeigt. Denn das sind natürlich Stücke aus eigener Sammlung auch. Das ist natürlich vom allerfeinsten Fluoriten mit dem Schörl und die Aquamarinkristalle oder der sogenannte Goschenit. Aber da könnt ihr ja die anderen Videos nochmal angucken, das muss ich euch nicht so im Detail zeigen. Ich habe es nur der Vollständigkeit halber mal mit hergelegt. Das ist ein ähnliches Stück. Und die Kombination Fluorit mit Turmalin sowie Feldspat und Aquamarin, das sind also Raritäten. Und das Ganze aus dem Pigmatit. Also man muss das wirklich sich mal im Munde zergehen lassen. Das sind Raritäten. Aber das Stück, wie gesagt, ist auch schon in einem anderen Video zu sehen. Genauso auch wie dieses hübsche Stüfchen hier mit dem Quarzen und dem Schörl bzw. Beryl Aquamarin. Was ihr noch nicht kennt, ist das Stück. Das ist jetzt ein Stüfchen. Das kennt noch niemand, denn das ist eine Stufe mit ziemlich großen Schwirlturmalinkristallen auf Feldspat. Dann ist der Hyalit teilweise drauf und dann ist drauf Pseudomorphosen, Limonit und ja, das ist dieses Rostrote. Und dann wachsen hier Aquamarinkristalle raus aus dem Stück. Also wie zu sehen ist, einmalig diese Stufe und auch nicht klein. Ich finde, das ist optisch ganz gut mit diesem rostroten Limonit, Pseudomorphosen. Da kommt die Farbe noch besser zum Vorschein oder die Farbe ist noch, kommt besser raus mit dem mit der Matrix eben, mit dieser optischen Darstellung. In dem Fall jetzt waren das die Stufen von Davib Ost, Hohensteingebiet, Namibia, welche eingelistet sind bei Namibia Mineralien. Da müsst ihr halt gucken auf der Seite, da gibt es ja mehrere Links. Und ja, die Kontaktdaten am Ende des Videos, Leute, da könnt ihr euch gerne nochmal direkt melden bei mir, wenn ihr Fragen habt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, Leute, bleibt aber dran, denn es folgt noch ein Teil 3 mit diesen drei Stufen, und zwar von Spitzkoppe die Topaz-Stufen. In diesem Sinne, herzlichen Dank für euer Interesse. Leute, meldet euch, wenn ihr was wissen wollt. Und ja, unten rechts auf mich klicken, da könnt ihr den Kanal abonniert, falls noch nicht getan. Unbedingt abonnieren in diesem Sinne. Ja, bleibt dran und es geht umgehend weiter. Also bis gleich.